Nein, 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 falsche, falsche, falsche Form. Es tut mir leid. Weil es ist auch nicht so tief. Vielleicht traut sie sich ja zu, da runter zu springen. Das wäre natürlich, natürlich schön. Wünschenswert wäre das jedenfalls. So, und Ali. Nee, willst du mich jetzt verarschen, Jen? Bist du irgendwie jetzt grenzdebil? Bei der anderen Sache hast du das doch hinbekommen und das war auf jeden Fall nicht höher. Ich glaube, da darf ich einfach nicht hochspringen. Was ist das denn für ein Kack? Boah, das regt mich jetzt gerade wirklich auf, ne? Wenn ihr der jetzt, also, okay, wenn ihr der jetzt nämlich ein Seil runterspannen möchte, dann stelle ich alles hier in Frage. Weil das ist ja wirklich nicht hoch und da kommt es ja auch locker hoch. Und das war, was ich ja vorher, wo ich da hochgesprungen bin, war meiner Ansicht nach zumindest deutlich, deutlich, deutlich höher als das, was ich da jetzt hätte machen sollen. Okay. Aber ist ja egal. Kann ich ja jetzt erstmal nichts dran ändern. Ich muss mich der Funktionsweise des Spiels, da muss ich mich einfach beugen. Hilft ja auch kein Gemecker und Gezeter nicht. So. Du willst mich jetzt gerade irgendwie echt verarschen, oder? Leck mich, weißt du was? Echt, fick dich. Was ist das denn? Das fuckt mich gerade echt ab. Warum nicht? Guck mal, der kann da doch hochspringen. Der kann das Seil nicht spannen. Und, Mann, warum habe ich solche Funktionen, wenn ich die nicht einsetzen kann? Das ist das, was mich aufregt. Echt, und ich habe ja keinen anderen Zugang. Pff. Das nervt mich gerade richtig. Da könnte ich ausrasten, weil sowas echt ist. Weil der will ja kein Seil machen. Also, heißt für mich einfach, ich komme mit Jen da nicht hoch. So. Ist so. Ich versuche gerade alles zu drücken, was ich nur drücken kann. Weil das Spiel irgendwas anderes einfallen gelassen hat. Wie ich mit Jen da hinkomme. Ich bin gerade einfach nur so ein bisschen X zu. Ich muss mit Jen da hinkommen. Weil. Also es war ja sogar in den unteren Bereichen. Jetzt versuche ich mal was anderes. Wenn das funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Also meine ganzen Versuche, die ich jetzt hier gerade habe, meine Hypotenusen, genau, Hypothesen, die klappen nicht, weil das Spiel sich irgendwas anderes für mich einfallen lässt. Genau, weil ich hier mit dem Seil runter muss. Und das ist so gottverdammt dämlich. Entschuldigung. Muss ich einfach so sagen. Das ist dann halt wirklich so Sachen, wenn ich mich auf eine Sache einfach nur fokussiere, ne, und auch engstirnig versuche, dieser Sache zu folgen, ne, hätte ich nicht so viel Spielerfahrung, wüsste, okay, Spiele haben halt manchmal ihre Limitation, ne, und, dass ich dann jetzt mit Jen nicht die einen Sachen hochgekommen bin, da wäre ich niemals darauf gekommen, hier das Seil abzulassen, weil ich mir denke, warum denn, hier ist doch viel unlogischer, das ist viel weiter unten. Und im Endeffekt das Einzige, was mich dazu gebracht hat, ist, das hier zu machen, weil als ich mit dem Scree unten war, gesehen habe, dass ich hier einen schmalen Bereich habe, wo ich nur mit Jen weiterkomme. Das war der einzige Grund, warum ich jetzt auf die Idee gekommen bin, lass das Seil doch mal jetzt da runter. Und guck mal, das ist viel höher! Und die kommt da hoch! So ein Schwachsinn. Echt, ey. Entschuldigung. Also sowas nervt, echt. Na, also wenn ich jetzt echt stundenlang nicht weitergekommen wäre. da kommt sie. Das wäre jetzt noch lustiger. Ja, okay. Das wäre jetzt auch. Das kann ich verstehen, dass du da jetzt nicht hochkommst. Ah, ich meine, im Endeffekt, klar, Rätsellösung ist da, aber es hätte so schlimm enden können. Und vor allem, das sind jetzt bei mir auch so ein bisschen Vietnam-Flashbacks, weil ich durch solche Sachen schon so oft so viele Spielstunden zugebracht habe, ohne irgendwas zu schaffen. Also nicht unbedingt Let's Play-technisch, oder nicht nur Let's Play-technisch vielleicht, sondern halt auch privat, ne? Wo ich mir auch denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Einfach das, ne? Einfach so. Ich hätte ja auch theoretisch mir denken können, okay, ich muss irgendwas in einem anderen Raum noch machen, damit hier irgendwas passiert. Und ich hätte mich hier stundenlang mit beschäftigen können. Und das ist dann halt einfach so diese potenzielle Zeitverschwendung, die ich da sehe, ne? Weil auch wenn ich gesagt habe, ne, wenn ich nichts vorhabe, so lange schlafe, ist ja mal geil. Trotzdem will ich die Zeit, die ich wach bin, dann wenigstens auch entsprechend nutzen. Und nicht damit einfach nur mit zu denken, jo, das Spiel hat sich bestimmt da irgendwas bei gedacht. So, gib mir dein Seil. Jetzt sind wir ja hier, ist ja auch gut. Wir müssen gleich auch nochmal den Weg zurückgehen, ne? Halb so wild.
Alter, ist sie langsam. Warum bist du so langsam? Du bist doch körperlich fit, denke ich. Jetzt krieg ich Mama hier fertig. Mit vereinten Kräften bekommt ihr das hin. Du weißt doch, dass du es alleine nicht hinbekommst. Hilfst du mich hier mal? Ich schaffe es nicht allein. Bäh. Endlich. So, 3 von 4. Also noch nicht ganz. Jetzt müssen wir da natürlich nochmal entzünden, klar. Aber das habe ich schon mal mit abgehakt. Aber ich muss hier wieder alles nach und nach machen. Erstmal Seil, damit die Gender runterkommt. Meine Nase bringe ich um. Also ich könnte mir die aber eigentlich schon mal bis dahin gehen, wo ich dich brauche, ne? So. Oh, war knapp, ne? Bloß, wie ich einfach dran vorbeigesprungen wäre. Entschuldigung für Schneuzen, aber da hängt gerade irgendwo... Irgendwo hängt da was fest. So. Gut, dann ist sie jetzt zumindest schon mal wieder in Position. Bleibt bloß da stehen, ne? Aber natürlich wird sie jetzt mir wieder entgegenlaufen, ne? Weil ich möchte, dass sie stehen bleibt. Alles andere wäre langweilig. Und flupp. Dankeschön. Und Nummer 3. So. Wuff. Jen, du bleibst da, wo du bist, ne? Bist noch da? Geht's dir gut? Waren wir jetzt im oberen Bereich, waren wir jetzt, glaube ich, ne? Genau, wir haben einen Typ, den Cheese-Typ hier haben wir kaputt gemacht. Warum hat er gerade kurz gestockt? Was hat er gerade geladen? Gegner? Vielleicht? Vielleicht aber auch nicht. So. Wo ist das Seil? Da! Los, hoch, hoch, hoch. Ah, okay, das ist jetzt wirklich ein... Das dauert jetzt ein paar Jahre. Okay. Ach ja. Weiß noch gar nicht, was ich heute gucken soll beim Zocken. Reddit habe ich jetzt einmal durch. Da kann man so ein extra Modus mal freischalten. Sowas fand ich eigentlich früher PlayStation 2 Zeit immer richtig geil, wenn man einfach nochmal zusätzliche Inhalte hat. Und, ja gut, heute werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, eigentlich 100% zu bekommen. Was Trophäen betrifft. Aber gut. Weil hier werde ich auf jeden Fall auch nochmal. Das werde ich auch wahrscheinlich nochmal komplett durchspielen müssen, das Spiel. Allein schon aufgrund der Tatsache. Achso, ich muss dem anderen mal sagen, der soll mal sein Seil loslassen, ne? Nee, muss ich gar nicht. Warum folgst du ihr denn nicht? Du Spacko. Echt. Ey, sowas treffe ich nicht, ne? Weil die kommen jetzt bestimmt entgegen, ne? Ja, okay. Aber erst spät, das ist in Ordnung. Ne, weil ich werde hier... Ich denke nicht, dass ich hier alle Tarotkarten gefunden habe. Nee, weil die sind manchmal echt gut versteckt. So. YouTube. Eigentlich haben wir da noch, aber halb so wild. Wir können nämlich einfach erstmal hier entlang. Licht. Ich glaube, ich gehe mal mit dem Johnny mal nach vorne. Einfach, damit ich überhaupt mal ein bisschen was sehen kann. Nichts zum kaputt machen. Dürfte jetzt eigentlich der letzte Bereich sein, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Aha, aber hier gibt es hier nur leider nichts zum Anzünden, ne? Okay. Kann die bestimmt irgendwie verschieben. Aha, schau dich das mal an. Das heißt, ich werde die Lava-Dinger hier immer aktivieren müssen. Wahrscheinlich. Und hinterher dann noch die Plattform verschieben. Komme ich da hoch? Selbstverständlich nicht. Komme ich da hoch? Selbstverständlich nicht. Komme ich hier hoch?
Aber sowas von. Also ein bisschen kann man das erkennen, wo man hochkommt, wo nicht, ne? Das habe ich den Eindruck. Dann gucken wir jetzt mal, was hier oben abgeht. Hallo? Okay, bisher noch nicht viel. Irgendwo ein Hebelchen? Irgendwas in der Richtung? Da ist schon mal was, ja. Okay. Zur Kenntnis genommen. Irgendwas passiert oder jetzt da? Ah ja. Ja, auf jeden Fall nur eine andere Seite, das weiß ich. Jetzt ist der schon mal zur Hälfte angezündet. Gehen wir direkt nochmal die andere Seite hoch. Die Leute wollen los. Ach so. Ah, okay. Ich flame gerade die Dings an. Die Statue, die dann vielleicht die Lava freigibt. Aber es wird doch nicht bei dieser einen Statue bleiben, oder? Aber es gibt heute sehr wenig Kämpfe. Es ist jetzt heute eher eine rätsellastige Aufnahme. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Ist eigentlich eine coole Sache. Auch wenn die Lösungsansätze meistens oder manchmal vielleicht etwas engstirnig sind, ne? Aber hey. Ist halt so. So. Aber sonst gibt es hier auch nichts zu sehen, ne? Keine Items, keine Tarotkarten, so wie ich mir es ja natürlich wünschen würde. So, nur einmal kurz das Ding da. Guck mal, sieht so weiß aus. Ne, es ist nur Dampf. Okay. Qualm. Ich bin schneller als das Feuer. Na, ungefähr gleich schnell. So, dann spuckt er die Lava unten in dieses Rinnsal da rein. Wahrscheinlich. Muss ich mal tippen. Okay, das war's schon? Echt jetzt? Okay. Ich habe mit einem viel größeren Rätsel gerechnet. Oh mein Gott. Sauber. Jetzt, Sesam, öffne dich. Jawohl. Hervorragend, die Tür ist schon mal offen. Wo ist der Boden? Da ist der Boden, okay. Wir haben gerade so leichte Orientierungsschwierigkeiten gehabt. Kampf oder was? Oder war es jetzt nur Niesen? So, alles ist offen. Ich überlege gerade, soll ich noch den einen Typ hier da oben eben kaputt machen? Weil nicht, dass ich dann, dass der mir noch weiterhin auf den Sack gehen wird. Ich weiß jetzt nicht, was mich nach der großen Tür erwartet. Ich werde auf jeden Fall gleich erstmal kurz in die Kampfform wechseln. In die Djinn-Form. Und dann mal kurz einen Synchronisationscheck machen. Also gibt einen kleinen Schnitt, aber für euch halb so wild. So, hier ist der Dingen. Gucken wir uns aber erstmal ein bisschen an hier. Eine Abzweigung. Sieht wieder nach einer Tempelanlage aus. Mal Meinung nach. Erstmal gib mir jetzt Fratzengeballer. So. Ja, führt jetzt kein Weg dran vorbei. Zwei Leute. Hat der andere ein Schild gehabt? Ich weiß es jetzt nicht. Kämpfen? Flums. Aber natürlich stirbt der, oder ist der eine Typ noch am Leben. Der Schießtyp, der runtergefallen ist. Weil, ich habe natürlich nicht gefinisht. Das ist ja immer die Voraussetzung, dass sie auch sterben. Bums. War sie jetzt ein Perfect? Haben die mich jetzt überhaupt getroffen? Ich weiß nicht. Okay, das war meine Frage schon mal. Danke. Achso, du bist auch voll. Mein Gott, das läuft ja gerade wie am Schnürchen, ne? Weil ich habe auch 6 Kristalle. Ich könnte noch 6 Mal meine Energie aufladen. Muss ich auch mal reintun. Perk. Perk. Oh. Gut. Das ist jetzt natürlich etwas traurig, dass da jetzt nichts drin war. Alter, wo ist das immer so dunkel überall? Wir sind hier im Vulkan. Pöck. Ja, ein bisschen Energie brauchen wir aber nicht. Und, ja, gut. So ist es nun mal. Ich schätze mal, es kommt eine Sequenz vielleicht sogar. Auf jeden Fall ist es sehr dunkel. Wieder einmal.
Hier, Mr. Fackel, geh du mal nach vorne. Oder auch nicht. Oh, was ist denn für ein fetter Raum? Halle der Götter. Oh, hier sind wir hier schon, okay. Weil hier sollte ja irgendwo der König chillen. Das muss die Djinn-Götterhalle sein. Hätte ich auch getippt. Diese Statuen sind riesig. Warum habe ich das Gefühl, dass ich die Statue umschmeißen muss, weil es überall so Seile dran waren? Aber hey. Gut, ich mache jetzt dann mal ganz kurz einen kleinen Schnitt und synchronisiere dann mal eben, ne? Bis gleich. Gut, da bin ich schon wieder. Hab gerade auch nochmal bei der Gelegenheit einmal kurz gespeichert.